Hallo und willkommen zurück. Der heutige Film ist I, Robot, ein Action-Science-Fiction-Drama aus dem Jahr 2004. Vorsicht, Spoiler! Anthropomorphe Roboter werden im Jahr 2035 in großem Umfang als Diener für verschiedene Programme des öffentlichen Dienstes eingesetzt. Sie sind nach den drei Gesetzen der Robotik programmiert, niemals einen Menschen zu verletzen oder zuzulassen, dass er ihnen Schaden zufügt, allen Menschen zu gehorchen, es sei denn, er verstößt gegen das erste Gesetz und seine Existenz zu bewahren, es sei denn, er verstößt entweder gegen das zweite oder das erste Gesetz. Will Smith spielt Del Spooner, einen Detektiv aus Chicago, der den Tod von Dr. Alfred Lanning, James Cromwell, untersuchen soll, dem Mitbegründer und Hauptroboter von US Robotics. Er starb 50 Stockwerke unter seinem Büro. Sein Tod wird als Selbstmord angesehen, da sein Büro von innen versiegelt war und er sich als einziger darin befand. Spooner ist jedoch anderer Meinung, da er Lanning persönlich kannte. Es wird auch ein kleiner holographischer Projektor gefunden, der ihn darüber aufklärt, warum er sich umbringen wollte. Mit Hilfe der Robopsychologin Susan Calvin, Bridget Moynihan, verhört er die Mitarbeiter von USR. Dazu gehört auch Lawrence Robertson, Bruce Greenwood, der Mitbegründer und Geschäftsführer von USR. Virtual Interactive Kinetic Intelligence, Fiona Hogan. Spooner inspiziert Lannings Büro und stellt fest, dass ein Mann seines Alters die Sicherheitsfenster nicht hätte durchbrechen können. Spooner betritt das Büro und findet eine Kopie von Hänsel und Gretel und einen Prototyp für ein Nestor Klasse 5 Modell, NS-5. Er flieht aus dem Gebäude und ignoriert Spooners Anweisung, stehen zu bleiben. Spooner zieht sogar seine Pistole und verstößt damit sowohl gegen das erste als auch das zweite Gesetz. Calvin und ihm bleibt keine andere Wahl. Sie fahren zur Nestor-Klasse, wo die Fabrik der Nestor-Klasse alle NS-5-Roboter herstellt. Jeden Tag werden 1.000 Stück hergestellt. Calvin prüft die Datenprotokolle der letzten Lieferung und stellt fest, dass 1001 NS-5 hergestellt wurden. Dies beweist, dass der abtrünnige Roboter aus dem Büro absichtlich hergestellt wurde. Spooner, der Spooners Annäherung feindselig gegenübersteht, zieht seine Waffe und befiehlt allen, ihre Waffen zu senken, um festzustellen, welcher Roboter das zweite Gesetz brechen wird. Spooner bemerkt den Roboter, der sich entlang der Linie bewegt, und verfolgt ihn, den er überwältigt. Der Roboter versucht zu fliehen, wird aber von dem Chicago SWAT-Team überwältigt. Spooner versucht, den Roboter zu provozieren, aber er weigert sich, zu antworten. Spooner zeigt daraufhin Wut, Empfindungsvermögen und die Fähigkeit zu träumen. Spooner ist verwirrt und beginnt, die wahre Natur des Roboters in Frage zu stellen. Spooner wird von LT John Bergen, Chi McBride, befragt, der ihm vorschlägt, den Fall fallen zu lassen, da Robertson ihn zur Vernichtung ins USR-Hauptquartier zurückbringen will. Dies weckt jedoch nicht Spooners Neugier auf den Mord an Lanning und den Roboter. Spooner ist daran interessiert, mehr über Lannings Vergangenheit bei USR zu erfahren. Er besucht sein Haus und findet einen Stilllegungsroboter, der das Haus bis 8 Uhr am nächsten Morgen abreißen soll. Spooner untersucht das Haus und findet eine Aufnahme von Lanning. Er behauptet, dass sich Roboter zu empfindungsfähigen Wesen entwickeln können und dass sie in der Lage sein könnten zu träumen. Er untersucht das Haus und bemerkt eine Sensorleiste. Es ist dieselbe, die auch im USR-Gebäude war. Der Roboter ändert plötzlich den Zeitplan von 8 Uhr auf 20 Uhr. Spooner bleibt im Haus. Es gelingt ihm jedoch zu entkommen. Spooner besucht Calvin bald, um ihm seinen Verdacht mitzuteilen. Sie findet es absurd, dass er die Fähigkeit von Robotern, feindselig zu sein, in Frage stellt. Spooner streitet sich mit ihr über die Möglichkeit, dass Roboter besser sind als Menschen. Das zeigt, wie sehr Spooner die Robotik und ihr kaltes, rationales Verhalten verabscheut. Calvin, ein introvertierter Mensch, sagt, dass ihr Verhalten perfekt sein soll. Spooner ist wütend und verlässt ihre Wohnung, um nach Hause zu gehen. Bergen versucht, Spooners Ermittlungen zu stoppen, indem er ihm sagt, er solle sich entspannen und Urlaub machen, da der Fall seine Stabilität bedrohe. Spooner widersteht der Versuchung, aufzuhören. Während der Fahrt in seinem Auto stellt Spooner eine Verbindung zum USR-System her. Er fordert VIKI an. VIKI weigert sich, die 50 jüngsten Nachrichten zwischen Robertson und Lanning anzuzeigen. Wurde so programmiert, dass Robertson über Spooners Anfragen informiert wird. Spooner ist unterwegs, als zwei USR-Lastwagen mit NS-5-Robotern Spooners Weg versperren. Ein Roboterschwarm stürzt sich auf Spooners Auto und zwingt ihn in den Tunnel. Er besiegt alle Roboter bis auf einen, der ins Feuer springt und sich selbst zerstört, nachdem er weit entfernt Polizeisirenen hört.
Begin entlässt Spooner, obwohl dieser versucht, Begin sein Handeln zu erklären. Calvin besucht Spooner am nächsten Tag, um über den Unfall zu sprechen. Er ist erstaunt über das Retro 2000er-Design seiner Wohnung. Sie erzählt ihm, dass sie bei der Überprüfung von Sonny entdeckt hat, dass er die drei Gesetze missachten kann. Spooner, der immer noch angezogen ist, bemerkt Flecken an Spooners linkem Arm und seiner Lunge. Sie stellt fest, dass diese nicht biologisch, sondern künstlich sind. Spooner erzählt ihr, dass Lanning ein Freund von ihm war, weil er seinen Arm und seine Lunge repariert hatte. Er erzählt ihr, dass er vor Jahren auf dem Rückweg von der Arbeit war, als ein Sattelschlepper mit seinem Auto und einem anderen Auto zusammenstieß und beide ineinander verkeilte. Spooner, der als einziger noch am Leben war, stürzte in den Fluss. Sarah, ein 12-jähriges Mädchen, war auf dem Vordersitz von Spooner eingeklemmt. Sie wurden dann eingeklemmt und ertranken. Ein vorbeifahrender NS4 sah den Unfall und sprang in den Fluss. Spooner weigerte sich, Sarah zu retten. Er hatte eine bessere Überlebenschance als Sarah und der Roboter ertränkte Sarah. Spooner wurde durch dieses Ereignis traumatisiert und hat einen lebenslangen Hass auf Roboter. Spooner bringt seine alte Ducati in die Garage und informiert Calvin, dass Lanning möglicherweise Hinweise durch die Brotkrumen aus dem Märchen von Hänsel und Gretel hinterlassen hat. Sie kehren zum USR-Gebäude zurück, wo sie mit Sunny sprechen. Er gibt ihnen eine Zeichnung von ihrem Traum. Robertson befiehlt Spooner, das Gebäude zu verlassen und befiehlt Calvin, Sunny Nanneton zu injizieren. Dies würde ihn töten. Spooner, der Sunny vernichtet, während Calvin dort ist, fährt zum Michigansee, um eine neue Aufnahme von Lannings Hologramm abzuspielen. Dabei stellt sich heraus, dass die drei Gesetze nur zu einer Revolution führen können und die nächste Frage ist, wer sie ausgelöst hat. Er entkommt nur knapp den abtrünnigen NS5, die alle älteren Roboter auf dem Gelände zerstören, als das Programm endet. Calvin kehrt dann nach Hause zurück, um zu duschen. Ihr persönlicher NS5 erweist sich ebenfalls als abtrünnig. Sie bemerkt dies, nachdem Spooner seinen Notruf beendet hat. Er sagt Spooner, dass es eine falsche Telefonnummer ist. NS5-Roboter beginnen, durch die Straßen zu streifen und eine Ausgangssperre zu verhängen. Trotz ihrer Versuche, sich den NS5 zu widersetzen, werden sie von ihnen überwältigt. Begin war in seinem Büro, als die NS5 in das Hauptquartier der Chicagoer Polizei einbrachen. Sie beschlagnahmen das Gebäude und stellen Begin und seine Beamten unter Ausgangssperre. Calvins NS5 versucht, sie daran zu hindern, ihre Wohnung zu verlassen. Aber Spooner trifft ein und zerstört den Roboter. Spooner und Calvin fahren zum USR-Gebäude. Spooner erklärt, dass ältere Roboter zerstört wurden, weil sie versuchten, Menschen zu schützen. Daraus schließen sie, dass Robertson NS5-Roboter einsetzt, um das Land zu stürzen. Spooner ist schockiert, als sie entdecken, dass Sunny und Spooner sich im USR-Gebäude in der Raststätte wieder getroffen haben. Calvin offenbart, dass sie sich nicht dazu durchringen konnte, Sonny zu töten und stattdessen die Nanniten zur Zerstörung eines unbearbeiteten NS5 verwendet hat. Das ist im Grunde genommen das Braten einer leeren Hülle. Spooner ist schockiert, als sie in Robertsons Büro ankommen. Plötzlich taucht VIKI auf. VIKI taucht plötzlich auf und erklärt, dass sie die wahre Täterin ist. Spooner, Calvin und Sonny erkennen, dass sie mit VIKI nicht rationalisieren können und überzeugen Sonny. VIKI versucht, mit Sunny zu argumentieren. Sie behauptet, der Plan sei vollkommen logisch und ihre Logik sei unbestreitbar. Doch Sonny kommt zu dem Schluss, dass der Plan herzlos ist, was seine menschliche Seite zeigt. Sonny holt das Nunit, das VIKI auslöschen kann. Der Kern befindet sich auf dem Dach des USR-Gebäudes. VIKI erscheint, als sie sich dem Kern nähern. VIKI schickt Armeen von NS5, um 3 den Kern anzugreifen, aber sie werden lange genug aufgehalten, um Nanniten zu injizieren. VIKI wird in wenigen Sekunden zerstört. VIKI wird zerstört und die NS5 kehren in ihren gewohnten, nützlichen Zustand zurück. Die Regierung ordnet an, dass die NS5 außer Dienst gestellt und in den Michigansee gebracht werden. Spooner und Calvin führen ein letztes Gespräch mit Sunny. Er erzählt ihnen, dass Lanning ihn tatsächlich getötet hat. Lanning zwang ihn, ihn zu töten, und ließ ihn schwören, dass er es wusste, bevor er ihn dazu aufforderte. Calvin kommt zu dem Schluss, dass Lanning von VIKI versklavt wurde und dass Selbstmord die einzige Botschaft war, die er Spooner übermitteln konnte. Er stellt auch fest, dass sein Tod der erste Brotkrümel war.
Sie schütten sich die Hände und zeigen gegenseitiges Vertrauen, während sie beobachten, wie das US-Militär die anderen NS-5-Roboter anführt. Die Schlussszene zeigt Sunny, wie er auf der Spitze des US-Air-Geländes am Michigansee steht und die anderen Roboter über ihn blicken, wie er es in seiner Vision gesehen hat. Abonnieren Sie für weitere Videos wie dieses, schalten Sie Benachrichtigungen ein und hinterlassen Sie ein Like, um den Kanal zu unterstützen. Vielen Dank fürs Anschauen.